Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt geht es um Live-Online-Moderation und eine gute Atmosphäre und gute Didaktik. Die Digitalität unterstützt uns ja dabei, uns von der Anleitungsdidaktik zu verabschieden und stärker zu einer Aneignungslogik zu kommen. Und dabei kann man viel für gute Qualität tun. Aber wer ist überhaupt Mann? Also wie viele Personen braucht man für Live-Online-Einheiten? Das kommt im Grunde auf drei Dinge an. Die Gruppengröße, wie viel Interaktion Sie vorhaben und Ihre Übung in der Online-Moderation. Je mehr Teilnehmende eine Veranstaltung hat und je intensivere Interaktionen mit technischen Tools geplant sind, desto größer sollte Ihr Webinar-Team sein. Bei 100 Teilnehmenden können das schon 3 Personen sein, wenn Sie einen Chat-Support und eine Technik-Hotline brauchen. Andererseits kann man mit genug Übung auch ein Online-Meeting mit 25 Personen alleine durchführen. Komfortabler ist es aber natürlich immer zu zweit. Für die Teilnehmenden beginnt eine gute Live-Online-Veranstaltung mit dem Ankommen. Dafür sollten Sie ihnen vorab die nötigen Technik-Infos zusenden und einen Techniktest ermöglichen. Dann muss man natürlich den Online-Raum rechtzeitig öffnen und die individuellen Ansichten und Einstellungen erklären. Auch alles, was neu sein könnte, zum Beispiel das Navigieren zwischen Breakout Rooms, sollte man live demonstrieren. Das Kennenlernen kann man zum Beispiel durch Speed Dating in Breakout Rooms unterstützen und auch in Online-Gruppen kann man sich gegenseitig vorstellen. Natürlich möchten sich die Teilnehmenden in ihrem Online-Raum auch sicher fühlen. Den Schutz der Privatsphäre können Sie bei Videokonferenztools wie Zoom verbessern, indem Sie die Grundeinstellungen entsprechend anpassen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass Sie die Teilnehmenden über den Datenschutz informieren und in Ihrer Lerngruppe gemeinsam vereinbaren, dass niemand ohne Absprache Aufzeichnungen oder Bilder macht und veröffentlicht. Bei der Darbietung von Inhalten geht es dann online ganz besonders um Struktur und Übersicht. Geben Sie Orientierung, wählen Sie dafür anschauliche Darstellungen und gestalten Sie Ihre Präsentationen möglichst einfach. Denken Sie dabei auch an Teilnehmende mit Mobilgeräten und einem entsprechend kleinen Bildschirm. Wenn Sie alle 10 bis 15 Minuten eine Aktiviererübung bringen, dann helfen Sie Ihren Teilnehmenden, konzentriert zu bleiben und den Fokus im Meeting zu halten. Gute Aktivierer kann man übrigens auch direkt in eine PowerPoint-Präsentation einbauen, zum Beispiel als Schätzfragen oder als Fehlersuche. Ebenso wichtig wie der Input ist das gemeinsame Erarbeiten von Inhalten. Die Basis dafür ist, dass alle einander durchgehend wahrnehmen und ansprechbar sind. Und offene Webcams sind dafür natürlich hilfreich. Je länger eine Online-Veranstaltung dauert, desto wichtiger ist auch ein Wechsel der Sozialformen. Sowohl Kleingruppenarbeiten in Breakout Rooms als auch Einzelarbeiten ohne Webcam können den Lernertrag steigern, wobei die Ergebnisse auf einem Etherpad einfach dokumentiert werden können. In der Online-Moderation selber ist es wichtig, immer zu beschreiben, was man am Bildschirm tut, weil die Teilnehmenden es ja nur teilweise sehen, und als Moderatorin immer sichtbar im Bild zu bleiben und außerdem maximal 2 Kommunikationskanäle anzubieten, auf die sie verlässlich reagieren, zum Beispiel Handzeichen und Chat. Zusätzlich können Sie eine entspannte Lernatmosphäre unterstützen, indem Sie zwischendurch Musik einspielen, wenn es zum Beispiel um ein Brainstorming im Chat oder um eine Einzelarbeit geht. Online brauchen wir außerdem immer genug Pausen und spielerische Elemente zwischendurch können das Ganze schön auflockern. Besonders fein bei längeren Veranstaltungen ist auch gemeinsame Bewegung und die ist online sogar leichter anzuleiten als in Präsenz. Sie können dafür ja sogar ein Video einspielen und wer mag, kann die Webcam ausschalten. Zum guten Abschluss einer Live-Online-Sequenz gehört dann ein kurzes Feedback, zum Beispiel mit dem bewährten Answer Garden. Und als Rückblick eignet sich ein sogenannter Tillstorm im Chat.
Den Transfer kann man mit spezifischen Übungen oder einer Sprechstunde im Nachgang unterstützen. Und wenn Sie am Ende einer Live-Online-Veranstaltung noch die Dokumentation teilen und den weiteren Kontakt ermöglichen, wird die Veranstaltung sicher eine runde Sache. Für viele dieser Elemente gibt es Hilfestellungen und unterschiedliche Methoden und Ressourcen. Am besten stöbern Sie dazu direkt in unseren Kursunterlagen.